Deutsche Aktien steigen wieder. Die Optimisten kommen ganz offensichtlich aus den Löchern gekrochen, die sie in den ersten beiden Monaten dieses Jahres gegraben haben. Frank Benz, Vorstand der Benz AG, Partner für Vermögen. Ist das jetzt schon ein echter Trend oder sind das eher nur vereinzelte Käufe? Was glauben Sie? Wir sehen das eher als vereinzelte Käufe. Man ist auf der Suche nach der richtigen Richtung. Das Ganze untermauert durch eine zyklische Erholung. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehr vorsichtig sein. Wir haben natürlich hervorragende Unternehmensergebnisse zum Teil. Wir haben das Griechenland-Problem immer mal auf die lange Bank geschoben. Wir haben von USA Rückenwind bekommen durch gute Arbeitslosigkeitenzahlen. Und da denke ich einfach, kommt noch ein bisschen was Positives, zumal wir in den nächsten zwei Monaten die Dividenden anstehen haben, die von den Unternehmen gezahlt werden. Welche Aktien sind denn vor diesem Hintergrund, den Sie gerade geschildert haben, die spannendsten? Also momentan, denken wir, ist man sehr gut aufgehoben im Versorgungsbereich, unter anderem in der RWT oder E.ON. Sie haben eine Dividendenrendite zwischen 5,5 und 6%. Sie haben Kursgewinnverhältnisse, die liegen nahezu bei 10. Und in den nächsten zwei Monaten haben beide Firmen ihre Hauptversammlung, wo sie mit der Ausschüttung rechnen können. Das heißt, sie haben relativ planbare Zahlungsströme, die auf sie zukommen. Welche Aktien sollte man sich daneben noch etwas genauer anschauen? Wenn man nicht nur auf die Dividenden schaut, gab es einen sehr schönen Ausreißer vor kurzem. Das war die Allianz unter anderem. Die hat eine Dividendenerhöhung angekündigt, die sie auch durchsetzen möchte. Das Gegenteil war die Daimler AG. Da hat jeder mit einer Dividende von 60 Cent gerechnet, was ungefähr 4% Dividendenrendite entsprach. Die ist ausgefallen. Allerdings hat der Vorstand betont, das ist ein Einmaleffekt. Wer ein bisschen dynamischer arbeiten möchte, eine Merck oder im anderen Fall auch eine Fresenius. Weiten wir den Blick zum Schluss unseres Gespräches Richtung Europa. Welche Werte sollten da auf keinen Fall im Depot fehlen? Da finden wir aus unserer Sicht wieder die üblichen Verdächtigen. Wir haben den Bereich der Telekommunikationsbranche. Es sind die France Telekom, eine Telefonica. Sie haben die Versorger oder auch die Ölindustrie, BP, eine Royal Dutch. Sie haben Dividendenrenditen, die liegen zwischen 5% und 7%. Sie haben vernünftige Bewertungen und sie haben vor allem auch in der Vergangenheit eine Dividendenkontinuität. Das heißt, wenn ein Anleger etwas auf Substanz und Stabilität ausgerichtet ist, sollte er sich solche Titel anschauen, mit denen er auch in den unruhigen Zeiten, und die letzten zwei Monate haben es uns gezeigt, wie das Jahr eventuell verlaufen wird, relativ ruppig zeitweise. Die spannendsten DAX-Aktien, auch mit dem europäischen Fokus. Frank Benz, Dankeschön für das Gespräch.